Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück auf meinem Hof. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2016. In der Schwierigkeitsgrad Stufe Expert mit mir, dem Hobbygamer 13. Es ist soweit. Nach einer Woche kommt endlich wieder eine neue Folge. Ihr habt wahrscheinlich schon alle drauf gewartet. Es tut mir auch leid, ich hatte einfach schon wieder überhaupt keine Zeit. Das ist das, was ich gesagt habe, unter der Woche hochladen. Könnte ziemlich schwierig werden, wenn man mal nicht dazu kommt. Gut, ich muss mal gerade schauen. Also wir hatten in der letzten Folge Gras gemäht oder sind noch dabei. Und warten, ich weiß gar nicht, haben wir Raps angesehen? Ich glaube schon, ne? Ja, und warten auf den Raps. Gut, in der Zwischenzeit schaue ich mal auf meine Statistiken. Okay, Weizen lohnt sich jetzt nicht zu verkaufen. Naja. Na gut. Wir haben also auch nichts im Silo. Das heißt, ich jag mal direkt den Mäher hinterher. Wir müssen uns eigentlich so gerade nichts zu tun. Gut. Ja, ich habe es auch schon angekündigt. Neue Infovideos seht ihr dann auf meinem Kanal. Am Sonntag kommt eventuell der letzte Teil der SCP-Challenge mit Officer JP. Warum der letzte? Ganz einfach, es steht mittlerweile 3:2 für mich. Und ich habe am Sonntag die Möglichkeit, Führung auszubauen. Oder eben wieder den Ausgleich einzukassieren. Das heißt, es könnte gut sein, dass ihr diese Woche die letzte SCP-Folge zu sehen bekommt. Das soll nicht heißen, dass es kein SCP mehr geben wird auf meinem Kanal danach, aber ich denke mal, eine kurze Auszeit werde ich danach schon brauchen, denn SCP kann mitunter nicht ohne sein. Ne? Wenn ihr da starke Nerven habt, ist gut, ich habe sie leider irgendwie nicht so. Aber jeder ist da auch anders. So. Nur, dass ich das auch nochmal gesagt habe. Gut, wir haben schon 13%. Es dauert alles ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Jetzt wollte ich mal gerade schauen, wie das dann hier in der Zuckerlage eigentlich aussieht. Was hatte ich denn da letztes Mal gesagt? Weiß es gar nicht. Weil das wird uns wahrscheinlich nicht reichen. Es wird noch einige Folgen dauern, bis die Silos wieder befüllbar sind. Warum dauert denn der Prozess auch so lange? Ich meine, okay. Es ist jetzt nicht klar, dass ein Silo innerhalb von 5 Minuten wieder einsatzbereit ist. Aber das ist doch ein bisschen arg lang, wie das da dauert mit der Gärung. Jetzt schauen wir mal, was wir reinkriegen. Den Rest. Ich weiß gar nicht, wollten wir den Rest an die Kühe verfüttern? Ich glaube schon, oder? Hatte ich das gesagt? Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber das können wir ja dann einfach mal machen. Weil mit Kühen oder so hätte ich dann so oder so mal langsam angefangen. Weil mit Milch können wir ja auch nochmal Geld verdienen. Und ich glaube, das ist für uns überlebenswichtig. So viele Quellen wie möglich zu haben mit Geld ist schon wichtig. So, dann fahren wir hier mal noch ein paar Bahnen. Ja. Das ist das Geschehen. Spannend, oder? Das Lustige ist, dass wir halt wirklich schneller sind als der Mäher und ja, wir bald aufgeholt haben.
noch viel bescheuerter ist, aber dass er einfach mal ein ganzer Wagen, ein ganzes Feld in dem Wagen Platz hat. Naja. Ist halt so. 44%. Der Raps macht Fortschritte, das ist sehr gut. Also. Zumindest auf dem einen Feld. Haben wir eigentlich schon gedüngt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Dann müssen wir nachschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber eigentlich müsste gedüngt sein. So, der ist gleich fertig. Das bedeutet, ich steige mal kurz da ein. Ah ne, jetzt weiß ich wieder. Ich glaube, wir hatten gesagt, das kriegen die Schafe, ne? Wegen Wolle. Ja, das kann sein. Das kann gut sein, dass wir das gesagt hatten. Verzeiht's mir, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber Wolle wäre, glaube ich, doch ziemlich sinnvoll. So, du bleibst jetzt einfach mal kurz hier stehen. Ja doch, ich glaube, das war so, weil die Kühe jetzt so halbscharig zu versorgen wäre Unsinn. Doch, ich glaube, da war was. Aber ich werde natürlich auch einen Teil verkaufen, einfach auch für Geld. Wir haben jetzt zwar 115.000, aber nicht viel, ne? Den Weizen haben wir jetzt halt auch nicht viel im Silo, wir haben es gerade gesehen, nur 4.500. Das kriegen wir jetzt gerade so auf die Schnelle nicht organisiert, dass das so verkauft werden kann. Wir können Helfer losschicken, aber es ist im Prinzip teurer als das, was oder die Kosten für den Helfer entsprechen in dem Fall dann mehr als die als die Einnahmen aus der Verkaufsfahrt. Das heißt, der Helfer beansprucht im Prinzip das gesamte, was er aufs Konto bringt für die Ernte wieder für sich, für die Fahrtkosten. Das ist Unsinn. Wir haben da oben eine 1. Ich kümmere mich sofort drum. Erst muss ich hier meine Wiese noch schnell zu Ende sammeln. Stimmt, irgendein Transportauftrag. Offen ist. Ich werde gleich mal nachschauen. Dann sind wir schlauer. Na gut, aber wir haben jetzt immerhin 70%. Das geht. So. Schauen wir mal, was der von uns will. Anhänger für Weizen. Ja, könnte ich. Gut, du bleibst mal kurz zurück. Können wir auch mal wieder waschen. Dann holen wir uns schnell hier den Anhänger. Ich vermute mal, bis wir zurückkommen, ist auch der Raps reif. Das geht doch alles mal ganz schön Schlag auf Schlag dann. Wo steht denn der? Ah, da hinten. Ich sehe schon. Wen sollten wir denn bringen? Gut. Ich hab schon gedacht, das war wieder zum Hafen oder so.
Zumühle. Ich glaube, Zumühle läuft wieder auf Trab. Nach 15.000 müssten wir uns eigentlich jetzt den nächsten neues Feld leisten können, oder? Glaube ich zumindest. Ach lol. Das war eine Funktion, wenn man gehupt hat, sind die alle auf die Seite gefahren. Ja, dann werden die wieder. Kennt man. Aber ich kann es nicht stumm schalten, weil ich warte auf eine richtige Nachricht. So. 130.000. Ich glaube, 15.000 haben wir jetzt mal eben bekommen. Ja, das ist gut. Das ist. Damit kann ich leben. Ist auch ein variabler Preis. Hier auf dem zweiten Feld der Raps will irgendwie nicht, ne? Also auf dem ersten sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber auf dem zweiten. Naja. So, jetzt fahre ich hier noch schnell das Gras weg. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel wir jetzt noch verkaufen können. Aber der ganze Wagen hat auf jeden Fall nicht mehr einen Silo-Platz. Das heißt, einen Teil davon werden wir auf jeden Fall verfüttern. Ich kann ja mal gerade der Vollständigkeit halber hier noch so einen Streifen mitnehmen. Das ist der Nachteil ohne Schwader. Aber brauchen wir nicht unbedingt, deswegen kaufe ich ihn auch momentan noch nicht. Ja, weil aufsammeln kann man, wie man sieht, ja auch ohne Schwaden. Also geht halt das Prinzip, dass ich an jeder Ecke kann besparen. So hält man seinen Betrieb am Laufen. Ich muss sagen, es läuft so oder so erstaunlich gut bis hierhin, weil ich noch nie auf ich liebe euch, glaube ich, auch nicht an. Ich habe noch nie auf Experte gespielt, so richtig. Es ist eine neue Sache für mich. Oh Mann. Ich bin echt müde, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr dann mittags noch einpennt nach der Arbeit und dann wieder aufwacht? Und auf einmal, zack, es ist irgendwie 16 Uhr oder so? Na geil. So. Oder nicht? Doch, jetzt. Jo, ich weiß. Gut. Der Rest geht an die Schafe. Die können dann anfangen, Wolle zu machen. Ja, das ist doch gut. Ja. Haben jetzt noch 18%. Ja, kann man geben. Doch, passt. So, mein Raps ist auch reif auf dem ersten Feld. Das bedeutet für den Drescher den Startpfiff. Ich hoffe, das Feld hat Nachsehen mit mir, wenn ich hier noch kurz meinen Ladewagen zum Abladen zu den Schafen bringe. Ich glaube, ich wasche das Gespann auch mal. Ich glaube, ich schicke das Gespann mal zum Waschen. Vielleicht gar nicht so verkehrt jetzt erstmal. Ja. Gut. Die Schafe haben ihr erstes Futter. Der Raps ist auch reif. Den werden wir jetzt ernten. Oder besser gesagt den nächsten. Das seht ihr dann in der nächsten Folge wieder. Ich fahre den hier noch gerade hin. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Raps dreschen und schauen, ob sich das hier mit den Schafen gelohnt hat.
Ich sage bis hierhin danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer HobbyGamer13. Ciao.